Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Es ist schon toll, welche Möglichkeiten das Internet bietet, Waren zu kaufen und zu verkaufen. Ich selbst habe schon die besten Erfahrungen damit gemacht. Leider können das nicht alle von sich behaupten. In zurückliegender Zeit hat es besonders Menschen getroffen, die hochwertige Waren, die einige tausend Euro kosten, loswerden wollten. Bei ihnen meldeten sich Interessenten aus dem Ausland. Es gab entweder per E-Mail oder telefonisch einen Kontakt, in dem die potenziellen Käufer sich mit dem Kaufpreis einverstanden erklärten und als Zahlungsmittel einen Scheck an den Verkäufer sendeten. Auf diesem Scheck war allerdings eine wesentlich höhere Summe eingetragen als der vereinbarte Preis. Na schön, könnte man sagen, dann ist das Geschäft eben besser gelaufen als geplant. Dem ist aber nicht so. Die scheinbare Überbezahlung des Kaufgegenstandes geschah immer unter einer Legende, verbunden mit der ausdrücklichen Bitte, den überbezahlten Wert als Überweisung per Western Union an den Käufer zu überweisen. In dem Glauben, ein gutes Geschäft zu machen, überwiesen viele Verkäufer den Betrag. Die Ernüchterung kam erst später bei der Einlösung des Schecks. Der stellte sich nämlich als Fälschung heraus. Den Betrügern ging es also nie um die Ware, sondern nur um den Deal mit der Überweisung des überschüssigen Geldbetrages. Also, liebe Internetverkäufer, vor einer finanziellen Verfügung immer erst von der Bank die Echtheit des zugeschickten Schecks überprüfen lassen, sonst bleiben Sie am Ende auf Ihrer Ware sitzen und sind zudem noch einen Haufen Geld los.